Ja, der Unterschied zwischen der großen IntelliShop-Lösung, der B2B-Commerce-Plattform und dem Plug-and-Play-Produkt wird insbesondere im Funktionsspektrum sichtbar. Wir haben in der großen Lösung eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionsbausteine mit drin. Das heißt, wenn ich da mal ein einfaches Beispiel mache, wir haben verschiedene Portallösungen in der großen Lösung noch mit drin. Wir haben sowas wie so ein Tablet-Commerce in der großen Lösung noch mit drin. Das gibt es in der Plug-and-Play-Lösung Stand heute nicht. Plug-and-Play-Lösung ist bewusst dafür ausgelegt, dass man möglichst schnell mit einem ganz klassischen Online-Shop den ersten Schritt in den Bereich E-Commerce hineinwagt. Wenn man dann sagt, okay, ich möchte aber wirklich hier das große Schwert schwingen, dann macht das doch Sinn, die große Lösung entsprechend einzusetzen. Das spiegelt sich natürlich auch in den verschiedenen Funktionsbereichen wider. Wir haben zum Beispiel viele unserer Module, gerade für die Plug-and-Play-Lösung, bewusst abgespeckt. Zum Beispiel das E-Procurement-Modul. Das E-Procurement-Modul gibt es in einer Lite-Variante, das ist dort vorkonfiguriert, das kann man einfach nutzen und ausrollen, damit kann man toll Rollen und Rechte vergeben. Wenn man allerdings das ganze Thema Kostenstellenmanagement und die mehrstufigen Genehmigungsworkflows möchte, dann macht das doch Sinn, mal über die große Lösung nachzudenken.